Rechter Terror hat Tradition. In dieser Tradition stehen die Morde des NSU, die Attentate des Anders Breivik, der Anschlag im Einkaufszentrum nahe des Münchner Olympiastadions, der Mord an Walter Lübcke und der Anschlag in Halle. Diese Tradition reicht weit zurück in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Tradition kann nur gebrochen werden, wenn sie richtig verstanden wird und die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Aber das genau geschieht nicht. Das steht einer konsequenten Bekämpfung der drohenden Gefahr des Rechtsterrors eigentlich im Weg. Einige Punkte. Es ist das Ausbleiben spürbarer Sanktionen. Wie viele Unterstützer und Unterstützerinnen des NSU laufen immer noch frei herum, werden nicht angeklagt und nicht verurteilt? Es ist der mangelnde politische Wille. Netzwerke werden nicht konsequent ausgehoben, auch und gerade da nicht, wo sie bis in Polizei und Bundeswehr reichen. Es ist die Weigerung, die V-Leute der Inlandsgeheimdienste abzuschalten und den Schutz der rechtsextremen Strukturen damit zu beenden. Und wer gestern die Meldungen verfolgt hat, das Beispiel Andreas Temme und Stefan Ernst, ist weiterer Beleg für diese Forderung. Es ist das Unvermögen oder der Unwille, ich weiß es nicht, die Verbindung zwischen alltäglichem Rassismus, alltäglichem Antisemitismus und rechten Terror zu erkennen. Rechter Terror ist nämlich nicht ohne rechte Normalität zu verstehen und erst recht nicht zu bekämpfen. Wir brauchen natürlich mehr Kontrolle über Waffen. Wir brauchen einen demokratischen, personellen und auch politischen Wechsel in den zuständigen Behörden. Wir brauchen entschlossenere und systematischere Ermittlungen. Aber wir brauchen vor allem eine politische Offensive gegen den Rechtsruck, eine neue Kultur des Antifaschismus, auch in diesem Haus. Neben Zusammenfassungen von Bundestagsdebatten zeigen wir euch hier bei dir da oben einzelne Statements von Abgeordneten aller Fraktionen, die wir für besonders spannend halten. Damit wollen wir zeigen, wie groß das Meinungsspektrum im Bundestag ist. Die Aussagen der Abgeordneten spiegeln dabei natürlich nicht unbedingt unsere eigene Position wider. Hier findet ihr direkt noch einen Ausschnitt. Hier gibt es ein weiteres spannendes Video aus dem Funknetzwerk. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren.